guten Abend und willkommen bei Wer wird Millionär mit diesen Kandidaten übrig? Kandidaten. Spieler 1 aus Köln. Spieler 2 aus Berlin. Und Spieler 3 kommt aus Wiesbaden. So, und wer und je die Auswahlaufgabe? In welchem Schulfach lernt man das kleine und das große 1x1? A. Mat. B. E. C. Mat. D. Ik. So, und wer in die Mitte kommt, entscheidet wie immer unsere Auswahlaufgabe. Hier ist die Auflösung. Mat. Mat. Ik. Viel Gerede, aber mit wem darf ich jetzt spielen? Mit mir. Und gewonnen hat Spieler 2. Sag ich doch. Eben alle drei Auswahlaufgaben beantworten selber. Respekt. Spieler 2 kommt aus Berlin. Nehmen wir den vierten Joker? Ja, da bin ich sehr dafür. Und auch nochmal von mir ein herzliches Hallo zu dieser neuen Folge von Let's Play Wer wird Millionär. Und ja, ihr seht hier unterhalb des Fragenbildschirms einen kleinen Banner durchscrollen. Der sagt jetzt quasi immer die nächsten Folgen, wann die nächste Folge A ist. Und außerdem habe ich noch eingetragen, wann das Jackpot-Special ist. Das heißt, wir wissen, was auf nächste Woche, in der Woche vom 30.11. Freitag, Samstag oder Sonntag, das können diejenigen, die mitspielen, noch entscheiden. Aber ich werde noch ein Informationsvideo dazu machen. Und in jedem Fall wird es bei mir auf Twitter dann dazu einige News geben, wann es stattfinden wird. Wie gesagt, einfach, ich sage es halt schon, keine Angst, aber sag mir mal, Lieblingsdatum wäre Freitag, Samstag oder Sonntag dafür. Naja, in jedem Fall starten wir hier jetzt mit der nächsten Folge Wer wird Millionär? Wer führt meist nichts Gutes im Schilde? Tonlöch, Klangkröte, Elschurfrosch. Palunke. Das ist der Halunke D. Nächste Runde. Mal sehen, wie sie sich hier schlagen. 100 Euro. Was sollte man der Redensart nach nicht kaufen? Katze im Sack. Thunfisch in der Dose. Hund in der Pfanne. Schweine im Weltall. Eine Katze im Sack, das könnte nämlich gefährlich werden. Wieder richtig. 200 Euro. Was bekommen Fußballer bei Spielbeginn zu hören, ohne sich gleich blöd angemacht zu fühlen? Rüffel, Anpfiff, Gemecker, Standpocke. Bei Spielbeginn ein Anpfiff, B. Und wieder richtig. 300 Euro. Frage Nummer 4. Freunde des Slapsticks wollen vor allem viel verdienen, gut essen, laut lachen, weit reisen. Des Slapsticks? Wie des Slapsticks? Was soll das heißen? Ich hab keine Ahnung. Hilfe! Des Slapsticks? Wie verdienen? Wenn ihr wisst, was Slapstick ist, schreibt es mal unter diesem Video in die Kommentare rein, bitte. Denn ich habe gerade echt keine Ahnung. Ja, ich muss da einen Joker nehmen, sorry, aber... Oh, komm, ich ruf 50-50 nicht mehr. Dann nehmen wir mal den 50-50 Joker. Okay, wir haben zwei hoffentlich falsche Antworten entfernt. Des Slapsticks... Sag mal, ja, C, laut lachen. Frage 4 auch richtig. Boah! Wirklich hart. Wollen Sie die sicheren 500 Euro gewinnen? Dann antworten Sie jetzt richtig. Wer verlässt den ersten FC Köln Richtung London? Lukas, Johannes, Matthäus, Markus. Das ist
Lukas. Oder? Ah, ich guck grad. Das müsste Lukas sein, A. 500 Euro sicher. Frage Nummer 6, ganz ruhig. Es geht nur um 1000 Euro. Comedy-Karriere ganz in Pink macht Ilka Bissen derzeit als Santi aus Neukölln, Manti aus Mabit, Zinti aus Marzahn, Venti aus Kreuzberg. Cindy aus Marzahn C. 1000 Euro geschafft. Bislang haben Sie alles richtig gemacht. Wie sieht mit der nächsten Frage für 2000 Euro aus? Ein Wadi ist ein Bier ohne Alkohol, Flussbett ohne Fluss, Ölzeich ohne Öl, Wald ohne Bäume. Okay, ein Wadi, was könnte das sein? Also ein Bier ohne Alkohol, klingt gar nicht mal so schlecht, muss man erst sagen. Ein Flussbett ohne Fluss, könnte das Wadi heißen? Weiß ich nicht. Ein Ölscheich ohne Öl? Wald ohne Bäume. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich schließe C schon mal spontan aus. Ein Wald ohne Bäume, das nennt man ja nicht mehr irgendwie Wadi. Es gibt Ebbe und Watt. Es gibt ja allgemein das Watt, Bier ohne Alkohol. Nein. Ich riskiere B, Flussbett ohne Fluss. Ilscherbrücken, Füße und Ilscherbe-Kreislauf. Und die Antwort ist richtig. Hat der gerade auch selber nachgedacht? Bis zur Million ist es noch weit. Jetzt erstmal Frage Nummer 8 für 4000 Euro. Wie wird Deutschland sich bei der Fußball-WM 1954 noch heute genannt? Geist von Malente, Wunder von Bern, Schmach von CO mit Akut Dober, Dornberger Schießen. Wunder von Bern B. 4000 Euro auch eingesackt. Jawohl. Viele Fragen wurden richtig beantwortet. Schaffen Sie das auch bei der 8000 Euro Frage? Wer schrieb den Bestseller Gute Mädchen kommen in den Himmel, Böse überall hin? Günther, Ute Ehrhardt, Dale Carnegie, Uta Daniela. Gute Mädchen kommen in den Himmel, Böse kommen, Böse überall hin, oh Gott. Literaturfrage. Weiß ich nicht, ich frage mal das... Ein Telefonjoker bitte. Also zur Auswahl stehen einmal Dieter Bohlen, dann haben wir den Bernhard Hoe mit Stremacher und Professor Eckhard Freise. Wer könnte am ehesten wissen? Ich rufe den Fall mal den Professor an, glaube ich, oder? Ja doch, nur den Professor. Dann rufen wir den Professor Eckhard Freise an. Hier steht, dass 1944 Erfurt studierte Latein, Geschichte, Philos, Pädag, Geo, Kunst, Politik, Wiss, nicht numerische Info. Okay, dann schießen wir los. 100%ig B, Ute Ehrhardt. Alles klar, danke dir. Dann nehmen wir B, Ute Ehrhardt. Wie kann ich Ihnen das jetzt sagen? Sie sind eine Runde weiter. Jawohl. 8000. Juhu. Nun stellen wir die Frage 10, seien Sie ruhig mit. In welcher Stadt befindet sich der Hyde Park? London, Washington, Paris, Amsterdam? Der Hyde Park ist in London, glaube ich, soweit ich weiß. Ah. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Yes. Jeder Fehler kann ab sofort teuer werden. Viel Glück bei der Frage 11 für 32.000 Euro. Wessen Herz schlug unter anderem für Friederike Brion, Lili Schönermann, Madalena Rigi und Ulrike von Lewetze, Casanova, Heinrich Fee, Goethe, Lothar Matthäus? Das heißt Matthäus, du Depp.
Casanova. Ich muss mich eines Jokers bedienen und ich nehme in dem Fall mal ganz heldenhaft den Publikumsjoker und frage dann auch gleichzeitig euch, die gerade das Let's Play schauen. Dann beantworten Sie mal folgende Frage: Wessen Herz schlug unter anderem für Friederike Gebrion, Lili Schönermann, Madalena Rigi und Ulrike von Lewetze? Drücken Sie für Casanova A, für Heinrich Fee. B, für Goethe C oder für Lothar Matthäus D. Bitte nur die drücken, die es wirklich wissen. Wir haben eine absolute Mehrheit für C mit 51%. 51% ist ja die Hälfte. Wie viele haben abgestimmt? Mal kurz gucken. 156 erfahre ich gerade aus der Regie. Dann nehme ich mal C, Goethe. So langsam wird es für RTL teuer. Denn das ist schon wieder richtig. Ja. Die Spannung ist groß. Viel, viel Glück bei der Frage 12 für 64.000 Euro. Wer kam als Luder zur Welt? Ludwig van Beethoven. Ludwig von Bayern. Martin Luther. Frauke Ludowig. Zur Welt. Boah, das wusste ich mal. Jetzt muss ich überlegen. Martin Luther. Martin Luther King. Nee. Ludwig. Glaube ich nicht. Ich muss mir da noch die Hilfe des Luderzuckers holen. Wer kam als Luder zur Welt? Möglichkeiten? Kruzi, ich bin die Beatrice, die große Schau der Träume am 4. Juli in der ARD. 100%ig C, Martin Luther. War doch richtig, ich kam mir so falsch vor. Danke für die Hilfe. Dann nehmen wir doch Martin Luther. Martin Luther King, wirklich? Egal ob Männlein oder Weiblein. Gewonnen haben Sie jetzt 64.000 Euro. Und yes, damit sind es 500 Euro für den Joker. Dankeschön. Nur noch wenige Fragen bis zur letzten Frage für 1 Million Euro. Jetzt stehen wir vor der Frage für 125.000 Euro. Viel Erfolg. Wer behauptete 1955 in Hamburg sind die Nächte lang? Bibi Jones, Fred Bertelmann, Rex Gildo, Katharina Valente. Also, ausschließen würde ich schon mal ganz spontan A. Rex Gildo kann sehr gut sein. So, Katharina Valente sagt mir gar nichts. Fred Bertelmann sagt mir auch gar nichts. Das ist jetzt eine aufregende Partie. Jetzt wären 50-50 ganz nice eigentlich, aber da ich keinen Joker mehr habe, nehme ich an dieser Stelle das Geld und steige hiermit sofort aus. 64.000 Euro haben Sie damit gewonnen. So, auf die Antwort bin ich gleich gespannt. Wer behauptete 1955 in Hamburg sind Nächte lang? Ich habe keine Ahnung, ich hätte C genommen. Noch einmal dem Tod entgangen. Die Antwort wäre falsch gewesen. Fred Bertelmann, also war's, alles klar. Ich hab's nicht gewusst, aber 50.000 finde ich ganz gut. Dankeschön. Und jetzt gibt es wieder eine Chance für unsere Kandidaten übrig. Kandidaten. Ordnen Sie diese Krimihelden aufsteigend nach der Zahl der Romane, die Ihnen Ihre Autoren widmeten. A. Kurt Wallander,
B. Guido Brunetti. C. Jules Mikret. D. William von Baskerville. Bevor wir beginnen, müssen wir erst mal herausfinden, mit wem wir spielen. Deshalb kommt jetzt unsere Auswahlaufgabe. So sieht die richtige Reihenfolge aus. William von Baskerville, Kurt Wallander, Guido Brunetti, Jules Mikret. Und wer hat es richtig? Im Wirklich keiner? Hätte selbst der Saalacher gewusst. Okay, neuer Versuch. Ben Fliegen hinter? Fliegen hinter Fliegen. A. Fliegen. B. Fliegen fliegen. C. Fliegen fliegen. D. Hinterher. Jetzt kommt unsere Auswahlaufgabe. Wer am schnellsten und richtig antwortet, kommt in die Mitte. Dann mal los. So sieht die richtige Reihenfolge aus. Fliegen, 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 fliegen. Hinterher. 20 Sekunden Zeit gehabt. Wer konnte es lösen? Spieler 3 hat gewonnen. Jawohl. Ich habe wieder beide aber antwortet. So muss ein Kandidat sein. Spieler 3 kommt aus Wiesbaden. Wollen wir den Zusatz Joker hinzufügen? Ja, mach mal bitte. Welches Verb steht im Duden? Verschweinen Rucksacken. Verebertaschen. Versaubeuteln. Verfgetüten. Das ist Versaubeuteln, Antwort C. Stimmt. 100 Euro. Macht Peter Banz Gegenspieler in einer oberfränkischen Stadt Urlaub, dann besucht Kaptain Hamburg-Mannheimer, Kosmos Direkt, Signal Iduna, Hook Coburg. Dann besucht Captain Hook Coburg. D. Weiter so. Die Fragen sind auch echt schön gestellt. Jetzt stellen wir mal die 200 Euro Frage. Was gehört zu den inneren Organen des Menschen? 9 Knochenblase, 10 Haarimmels, 11 Zähnemarge, 12 Fingerdarm. Der 12 Fingerdarm D. Und das stimmt. Augen auf, hier kommt unsere 300 Euro Frage. Was findet man in jedem größeren Möbelhaus? Sesselrevier, Kuchterrin, Sofalandschaft, Hockareal. In jedem großen Möbelhaus, da müsste es eine Sofa-Landschaft geben, eigentlich. Mal gucken, Sesselrevier glaube ich jetzt nicht wirklich. Eine Sofa-Landschaft. Hocker-Areal. Nein. Ich nehme die Sofa-Landschaft C. Frage 4 auch richtig. Jetzt kommt die 500-Euro-Frage. Wenn Sie hier richtig antworten, kann Ihnen dieser Gewinn nicht mehr genommen werden. Wie taufte Bill Clinton seine im Sommer veröffentlichte Autobiografie? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Leben. Bill Clintons Autobiografie, war das nicht mein Haus, nee, oder? Mein Boot? Haus war es, beziehungsweise könnte gut sein. Mein Boot war es definitiv nicht. Auto kann ich ausschließen, A oder D. Ich nehme mal gerade 50-50. Okay, wir haben dann zwei hoffentlich D. falsche Antworten entfernt. Ja, komm, gib mir mal D. 500 Euro sicher. Yes! Seien Sie gespannt auf Frage Nummer 6 für 1.000 Euro. Was wird im Fußballtraining immer wieder einstudiert? Wanderrouten, Spaziergänge, Rennstrecken, Laufwege. Laufwege D. Und wieder eine Runde weiter. Gut gemacht. Ja!
Blut ist dicker als Wasser. Haben Sie den Mut, die 2000-Euro-Frage zu beantworten? Ja. Wer sich von vorne bis hinten verwöhnen lässt, wird verhebt, erlittet, gepumpet, maxikursiert. Von vorne bis hinten verwöhnen lässt, der wird verhebt, habe ich noch nie gehört. Erlittet auch nicht. Maxikursiert habe ich noch nie gehört. Ich kann mir aber gepampert vorstellen, das klingt... hat, könnte sein. Jetzt wieder einen Joker nehmen, das ist ja auch doof. Wir raten jetzt mal gerade. Verhippt. Na, das glaube ich irgendwie jetzt nicht. Verwöhnen lassen, pampern, gepampert, ich wurde gepampert, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. So, ich wurde verhebt, das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also maxikursiert, glaube ich, definitiv ist es nicht. Das schließt sich so aus, das kann dann einfach nicht sein. Pampert. Ich nehme C. Richtig oder falsch? Richtig. Yes! Frage Nummer 8 ist uns 4000 Euro wert. Viel Glück. Was schrieb man schon vor der Rechtschreibreform im Deutschen korrekt mit Doppel-S? Nass. Flussfahrt. Hassen. Fassbier. Vor der Rechtschreibreform im Deutschen korrekt. Sprech mal ganz normal aus. Vielleicht kommen wir dann durch Ausschluss drauf. Nass, nass. Flussfahrt, Flussfahrt. Hassen, hassen. Fassbier, Fassbier. Ich glaube, A und C sind zu naheliegend, obwohl ich kann mir irgendwie A vorstellen. Ich glaube nicht, dass man wirklich nass mit scharfem S schreibt. Das klingt so komisch irgendwie. Nass. Da muss ich jemanden fragen und ich glaube, ich nehme in dem Fall meinen Telefonjoker kurz. Und Ihre drei Telefonjoker sind Eckhard V. Hirschhausen, den Joachim Löwe und zu guter Letzt Professor Eckhard Freise. Ach komm, da rufen wir mal den Löwe an, der müsste das wissen. Dann nehmen wir den Joachim Löwe. Von ihm wissen wir 1960 Schwanzwald, Bundestrainer. Hat er gerade gesagt Schwanzwald? Alter, egal, wir fragen ihn mal. Zeit läuft. Hundertprozentig C. Hassen. Der muss es wissen, der Mann. Ist älter als ich, weiß mehr als ich, nehme C. Hassen. Die Hälfte der Fragen sind geschafft. Sehr gut, danke schön. Sind Sie bereit für die 8000-Euro-Frage? Wohin führt die musikalische Reise mit der Liedzeile On a Dark Desert Highway? Kohlwind in Mühai, Club Tropicana, Hotel California, Stress of Philadelphia, Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. So, A und C schließe ich direkt mal aus. Hotel California. Aha, jetzt muss ich mal den Liedtext von Sweet Home Alabama aufrufen. Ich habe den, ich weiß nicht, wie das komplette Lied geht, aber warte mal kurz. Oh Mann. Das ist wirklich Sweet Home Alabama, ich bin gerade nicht sicher.
Sweet Home Alabama. Also, nee, oder? Total California. Ach, kann nicht nee, seine. Nee. Such a lovely place, such a lovely place. Ich nehme B, Hotel California. Was auch immer Sie mit dem Geld machen wollen, Sie kommen dem Traum näher. 8000, Junge! Frage Nummer 10, schaffen Sie auch diese Stufe für 16.000 Euro zu erreichen? Wo steht die Sonne astronomisch gesehen nie im Zenit? Kuba, Neuseeland, Sri Lanka, Philippinen. Astronomisch gesehen nie im Zenit. So. Astronomisch gesehen. Ist da vielleicht die Philippinen gemeint, weil die Schweiz ziehen? Neuseeland. Ich frage das Publikum. Dann beantworten Sie mal folgende Frage. Wo steht die Sonne astronomisch gesehen nie im Zenit? Drücken Sie für Kuba A, für Neuseeland B, für Sri Lanka C oder für Philippinen D. Dann drücken Sie bitte jetzt. Wir haben eine absolute Mehrheit für B mit 86%. Dann nehme ich B, Neuseeland. Mutig, dass Sie diese Frage beantworten, aber Mut wird auch in dieser Sendung belohnt. Jawohl. Momentan stehen wir bei 16.000 Euro. Wollen wir uns an die 32.000 Euro Frage wagen? Wo könnte man als Deutscher den wohl berühmtesten Stadtteil auch als Karlsberg bezeichnen? St. Petersburg, Monaco, Rom, Amsterdam. Karlsberg. Go, 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 go. Ich sag ganz ehrlich, den berühmtesten Stadtteil. Ich sag ganz ehrlich, Leute, ich hab keine Ahnung. Sorry. Ich muss noch mal einen Joker nehmen, und zwar den Zusatzjoker mit hinterher. Wo könnte man als Deutscher den wohl berühmtesten Stadtteil auch als Karlsberg bezeichnen? Möglichkeiten? Ich hecke da oben, die Herren. Der 41-jährige Metzger Stefan Raab aus Sülz wettet, und das klingt fast unmöglich, dass er diese Frage obacht beantworten kann. Hundertprozentig B, Monaco. Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Danke, dass Sie es bestätigen. Und ich riskiere es und nehme B. 32.000 Euro können Sie gewinnen. Und das haben Sie auch. Und Glückwunsch zu 500 Euro an Ihren fleißigen Helfer. Dankeschön. Jetzt wird es voll. Frage 12 ist schon 64.000 Euro wert. TUI. Welcher Fußballverein machte sein Stadion 2005 durch den Verkauf der Namensrechte zum Bierzelt? Borussia Dortmund, Werder Bremen, VfB Stuttgart, Schalke 04. Durch den Verkauf der Namensrechte zum Bierzelt? Boah. Jetzt müssen wir die ganzen Steine von den Fußballvereinen erstmal hinbekommen, ey. Schalke 04? Nee, oder? Pff.
wüsste ich jetzt nicht, sorry. Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Spontan könnte ich tippen und sagen, vielleicht Schalke oder, weiß nicht, Schalke oder vielleicht sowas, Stuttgart oder sowas. Aber ich steige hier mit 32.000 mal aus. Dann kürzen wir das mal ab und gratulieren zu 32.000 Euro. Ich hätte genommen die Schalke 04. Das wäre falsch gewesen. Hä? Was labert der? Das wäre richtig gewesen. Du Homo, verarsch mich nicht. Leuchtet doch grün auf. Der verarscht mich doch hier volle Kanne. Schalke 04 wäre es echt gewesen. Oh Mann, ich hätte es nehmen sollen. Naja, macht nichts. Letzte Runde. Und jetzt gibt es wieder eine Chance für unsere Kandidaten übrig. Kandidaten. Ist doch nur noch einer. Will der mich verkackeiern hier? Egal. Sortieren Sie die folgenden Städte von Süden nach Norden. A. Athen. B. Kiro. C. Helsinki. Kapstadt, D. Kapstadt. Athen, Helsinki. So, und wir und je die Auswahlaufgabe. Mal sehen, was richtig ist. Kapstadt, Kiro, Athen, Helsinki. Ja! 20 Sekunden Zeit gehabt. Wer konnte es lösen? Und am schnellsten war Spiele 1. Konnte nur noch nicht werden. Fehler freigelöst. Spieler 1 kommt aus Köln. Risiko oder konventionell? Och, wisst ihr, wir machen jetzt mal eine Runde mit 3 Jokern nur, oder? Mit 3. Und würde ich mal sagen, wir starten. Was wird im Karneval als Stimmungsmacher geworfen? Eithörnchen, Feuersalamander, Luftschlangen, Wasserflöhe. Luftschlangen. Korrekt. Jetzt kommt die 100-Euro-Frage. Welchen Hinweis findet man auf manchen Speisekarten? A. Mit Gravis Labauingenieur. Hausmacherart. Nach Architektenrezept. Vom Maurer empfohlen. Hausmacherart B. Richtig. Es wird noch schwieriger, keine Sorge. Jetzt erstmal die 200-Euro-Frage. Wer plünderte im Jahr 455 die Stadt Rom? Fußballstiefel, Frontschuhe, Vandalen, Badiletten. Vandalen, T. Und das stimmt. Nun stellen wir Frage Nummer 4 für 300 Euro. Was ist häufig das Ergebnis stundenlanger Konferenzen? Kordeln an der Nase, Fransen am Mund, Trotteln im Auge, Pompons im Ohr. Das Ergebnis stundenlanger Konferenzen. Pompons im Ohr. Fransen am Mund? Nein. Oder? Scheiße. Muss doch eigentlich still sein. Pompons im Ohr, nicht? Fransen am Mund, wir hatten Fransen am Mund. Wobei, warte mal, wenn ich zum Einschlafen langweilig sind, dann stellt man den Mund mal auf Papier ein, ne? Da hat man vielleicht schon Fransen am Mund. 50-50. Okay, wir haben zwei hoffentlich falsche Antworten entfernt. Na super, das ist auch voll eine Hilfe. Dankeschön. Pompons im Ohr, D. Sind Sie ein Idiot? Ich geb dir gleich Idiot, du Mongo, ey. Das
Sorry, aber mit der Frage hatte ich echt absolut keine Ahnung. Umso schlimmer, dass es falsch ist, ist es umso schöner, dass es dann keine Folge mit Überlängen wird. Naja, was soll man machen, ist halt eben in dem Sinne mal für das erste Mal im Let's Play ein Nuller. Woo! Die Show muss weitergehen, für sie ist sie leider zu Ende. Glückwunsch zu 0 Euro. Heute wird nichts mehr, denn Spieler 2 hat 64.000 Euro gewonnen, Spieler 3 hat 32.000 Euro gewonnen, Spieler 1 hat 0 Euro gewonnen, und teilen Sie unter RTLD oder rufen Sie uns an, 0 und 13 77, 3 mal die 10, wenn Sie auch mit dabei sein wollen. Am Montag sehen wir uns wieder. Jetzt geht's weiter mit Let's Dance, viel Spaß dabei.